Hallo zusammen, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Heute habe ich eine kleine Yoga-inspirierte Cooldown-Routine für dich vorbereitet. Sie eignet sich super nach jedem Training, völlig egal was. CrossFit, Laufen, Weightlifting, was auch immer gerade bei dir am Programm stand. Sie eignet sich aber auch prima für zwischendurch oder am Morgen, wenn du dich einfach nur mal kurz durchmobilisieren möchtest. Wir werden jede Haltung für circa 5 Atemzüge halten. Deswegen probiere hier wirklich mal, dich ganz auf deinen Atem zu konzentrieren und mit ihm zu arbeiten. Hilfsmittel benötigst du keine, außer wenn du dich bei der Taube etwas unterstützen möchtest, vielleicht ein Kissen oder eine zusammengerollte Decke. Ja, das war's. Legen wir los, würde ich sagen. Bis gleich auf der Matte. Viel Spaß. Wir starten im Liegen in Rückenlage. Stell hier deine Füße circa mattenbreit auf. Und lass deine Knie so x-ig ineinander sinken. Deine Hände liegen ganz entspannt neben deinem Körper oder schützend auf deinem Bauch. Nimm dir einen kurzen Moment, um bei dir auf deiner Matte anzukommen, die Anstrengungen oder was auch immer du gerade noch getan hast, gehen zu lassen und komm zu einem ruhigen und gelassenen Atem. Probiere dich wirklich ganz auf deinen Atem zu konzentrieren, der wir jede Asana für circa 5 Atemzüge halten werden. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und dann zieh die Knie zu dir heran. Greif sie mit deinen Händen und fang an, große Kreise über außen nach innen mit deinen Knien zu ziehen. Mach die Bewegung wirklich ganz großzügig und probier locker in den Hüften zu werden. Sehr schön, dann andersrum, auch hier wieder schöne große Kreise von innen nach außen. Dann lass dein rechtes Knie angewinkelt und streck das linke Bein nach vorne aus. Greif dein rechtes Knie mit beiden Händen und zieh es ganz dicht zu deiner Brust. Dann löse nur die linke Hand und führe dein Knie rüber nach rechts, so weit wie möglich. Das Knie muss hier nicht den Boden berühren. Achte lieber darauf, dass deine linke Hüfte nicht so vom Boden abhebt, sondern unten bleibt. Leg dazu gerne deine linke Hand auf deine Hüfte und drück sie leicht nach unten. Sehr gut. Führe nun dein Knie genauso rüber nach links für einen etwas intensiveren Twist. Schau, dass deine rechte Schulter in Bodennähe bleibt und du mit jedem Ausatmen weiter in diese Drehung reinkommst. Entspanne deinen unteren Rücken, lass los und gib wirklich alle Anspannung ab. Halte hier jetzt noch für ein paar Atemzüge. Bleib ganz bei dir. Und atme. Wunderbar. Löse auf, streck dein rechtes Bein nach vorne aus und dann machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Zieh nun dein linkes Knie zu dir heran, ganz nah an die Brust. Und atme ganz entspannt weiter.
Dann löse deine rechte Hand und führe dein Knie rüber nach links. Die rechte Hüfte bleibt am Boden. Fixiere sie gerne wieder mit deiner rechten Hand. Und dann bring dein Knie nun rüber nach rechts, lass deine linke Schulter am Boden und atme in die Dehnung deines unteren Rückens hinein. Trau dich auch hier wieder dein ganzes Gewicht an den Boden abzugeben, um mit jedem Ausatmen lockerer und weicher zu werden. Super gut. Löse auf, greif unter deine Kniekehlen und wippe so ein paar Mal auf und ab. Schenk dir eine kleine Massage entlang deiner Wirbelsäule. Dann komm von hier direkt auf deine Füße. Wenn das nicht gleich klappt, kannst du gerne mit den Händen nachhelfen. Und lass dich vornüber hängen. Beug die Beine. Greif die gegenüberliegenden Ellenbogen und baumel so ein bisschen von rechts nach links. Lass deinen Kopf schwer hängen. Entspann deine Schultern und den unteren Rücken. Dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf in den Stand. Wunderbar. Atme ein, heb die Hände weit über den Kopf. Atme aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, steig mit rechts und dann mit links zurück in die schiefe Ebene. Einatmen hier und aus, leg über die Knie am Boden ab. Einatmen, heb die Brust, kleine Kobra. Und aus, herabschauender Hund. Bleibe hier für 5 Atemzüge. Dann atme ein, heb dein rechtes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Schau nach vorne und steig mit rechts und dann mit links zwischen deine Hände halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, bring die Hände über die Seiten nach oben und aus, Hände vors Herz. Atme ein, heb die Hände über den Kopf, leichte Rückbeuge. Ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge und aus, steig mit links und dann mit rechts zurück, schiefe Ebene. Einatmen hier und aus, senk über die Knie am Boden ab. Einatmen, komm in die Kobra und aus, herabschauender Hund. Wieder für 5 Atemzüge. Mit dem nächsten Einatmen heb dein linkes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Ausatmen, stell den linken Fuß zwischen deinen Händen ab und erde dein rechtes Knie und Fußrücken. Bring hier jetzt gerne deine Hände an die Innenseite deines linken Knies
und probiere die Hüfte schön tief zu bringen und den Oberkörper möglichst aufrecht zu lassen. Dann wandere mit deinem linken Fuß an die Außenseite deiner Matte, stell ihn ca. 45 Grad auf, bring die linke Hand an dein Knie, schieb es etwas weiter nach außen. Öffne dabei noch deinen Oberkörper weit zur Seite auf und wenn du magst, komm auf die Außenseite deines linken Fußes. Mach dich hier richtig schön groß und atme tief ein und aus. Sehr gut. Dann bring deinen linken Fuß ganz rüber zur rechten Hand und leg den Unterschenkel am Boden ab für die Taube. Solltest du hier Schmerzen im Knie haben, mach den Winkel etwas spitzer oder leg dir eine Decke unter dein linkes Gesäß. Wenn du mehr möchtest, bring den Unterschenkel möglichst parallel zum kurzen Mattenende. Entweder du bleibst jetzt hier, oder du legst deinen Oberkörper am Boden ab. Egal, wo du jetzt bist, schau, dass deine Hüften gerade nach vorne ausgerichtet sind und halte hier für 5 volle Atemzüge. Dann atme noch einmal tief ein und aus. Löse auf, komm in den dreibeinigen Hund, linkes Bein in der Luft und ausatmen, herabschauender Hund. Atme ein, roll dich nach vorne in die schiefe Ebene und aus, senk über die Knie am Boden ab. Einatmen, deine Kobra. Und ausatmen, herabschauender Hund. Andere Seite. Atme ein, heb dein rechtes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Atme aus, rechts steigt zwischen die Hände, linkes Knie und Fußrücken erden. Bring auch hier gerne wieder deine Hände an die Innenseite deines rechten Beins. Bring die Hüfte schön tief und richte deinen Oberkörper nach oben auf. Dann wandere deinen rechten Fuß an die Außenseite deiner Matte, stell den Fuß wieder 45 Grad auf, bring die rechte Hand an dein Knie und drück es weit nach außen. Drehe deinen Oberkörper richtig schön mit und werde ganz groß und spür diese intensivere Dehnung in deinen Leisten. Sehr schön. Wandere mit deinem Fuß ganz rüber zu deiner linken Hand. Leg den Unterschenkel ab für die Taube auf der anderen Seite. Denk auch hier wieder an deine Option, diese Asana leichter oder schwieriger zu machen. Und wenn du deine Position gefunden hast und möchtest, dann leg deinen Oberkörper flach am Boden ab und bleibe für 5 volle Atemzüge hier.
Gut, löse auf. Komm zurück in den dreibeinigen Hund. Rechter Fuß ist in der Luft. Ausatmen, herabschauender Hund. Komm von hier über deine Knie in eine sitzende Position. Winkel dein rechtes Knie an, Fußsohle nach innen gerichtet. Das linke Bein bleibt ausgestreckt. Dann atme nochmal tief ein hier. Und mit dem Ausatmen beug dich über dein angewinkeltes Bein nach vorn. Erlaube deinem Oberkörper wieder ganz schwer zu werden. Lass deinen Kopf locker hängen und schieb deinen linken Sitzbeinhöcker tendenziell etwas mehr Richtung Boden. Dann löse auf und wechsle die Seiten. Wenn du deine Position hast, atme wieder tief ein und mit dem Ausatmen lehn dich nach vorne über dein linkes Bein. Versuche mit jedem Ausatmen ein Stückchen tiefer zu kommen, alle Spannungen zu lösen. Erlaub dir einfach nur da zu sein, ganz bei dir und deiner Praxis. Wunderbar. Richte deinen Oberkörper ganz sanft wieder auf und dann kommen wir von hier direkt in die doppelte Taube. Bring dazu deinen linken Unterschenkel parallel zum langen Mattenende und dann probiere deinen rechten Unterschenkel genau oben drüber zu legen. Wenn jetzt der Abstand zwischen deinen Knien ganz groß ist oder du Schmerzen im Knie hast, dann komm in den sitzenden Schmetterling und bring die Knie so weit Richtung Boden, wie es dir möglich ist. Ich habe dir diese Variante rechts oben eingeblendet. Wenn der Abstand überschaubar ist oder die Position sogar angenehm ist, schau, dass deine Knie wirklich ganz genau übereinander gestellt sind. Und wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, dann lehn dich mit deinem Oberkörper nach vorne. Das gilt auch für diejenigen von euch, die im sitzenden Schmetterling sitzen. Egal, wo du jetzt bist, halte hier für 5 genüssliche Atemzüge. Dann löse sanft wieder auf. Stell deine Füße circa eine Schienbeinlänge voneinander auf und wackel ganz locker mit deinen Knien von rechts nach links. Super. Dann kommen wir in die Taube auf der anderen Seite. Leg deinen rechten Unterschenkel parallel zum langen Mattenende auf. Und bring den linken genau oben drüber. Erinnere dich auch hier wieder an deine Alternativen und richte dich für dich ganz passend ein. Wenn du deine Position gefunden hast und noch etwas mehr möchtest, dann lehn dich auch hier wieder mit deinem Oberkörper nach vorne und atme für 5 volle und ganz bewusste Atemzüge.
Letztes Mal ein. Und ausatmen. Und dann löse auf. Locker nochmal deine Beine von rechts nach links. Wunderbar. Dann greif mit deinen Händen in die Kniekehlen und lass dich Wirbel für Wirbel in Rückenlage absinken. Fürs Nadelöhr stell dein rechtes Bein auf, leg den linken Fuß auf deinem Oberschenkel ab und greif durch die Lücke entweder deinen Oberschenkel oder dein Schienbein. Achte darauf, dass dein gesamter Rücken am Boden bleibt und du deinen linken Fuß anziehst, um dein Knie zu schützen. Komm auch hier wieder ganz zur Ruhe und halte für die nächsten 5 Atemzüge. Lass deine Beine genauso, wie sie jetzt sind und führe sie rüber auf deine rechte Seite. Jetzt ist dein linker Fuß am Boden aufgestellt und dein rechter Oberschenkel liegt am Boden für eine Variation der liegenden Drehung. Diese Variante kann etwas intensiver für deine Hüfte sein. Schau, wie es geht und atme in die Dehnung hinein für die nächsten 5 Atemzüge. Dann löse auf, ganz sanft, und wechsle die Seiten. Linkes Bein aufgestellt, rechts liegt auf und dann greifst du durch die Lücke deinen linken Oberschenkel oder dein Schienbein. Flex auch hier wieder den rechten Fuß und stell dir vor, wie du dein rechtes Knie eher von dir wegdrückst und dein linkes Knie zu dir heranziehst. Sehr schön. Führe deine Beine so, wie sie jetzt sind, rüber nach links für unsere liegende Drehung auf der anderen Seite und halte auch hier wieder für die nächsten 5 Atemzüge. Dann löse auf, komm zurück zur Mitte und streck dich einmal ganz lang aus. Sehr gut. Für ein kurzes abschließendes Shavasana leg dich einfach ganz flach ab, lass deinen Atem ganz natürlich fließen und nimm dir wirklich die Zeit, diese letzten 2 Minuten einmal nichts zu tun und alles, was wir jetzt gemacht haben, auf dich wirken zu lassen. Versuch deinen Kopf ganz leer zu lassen und einfach in diesem Moment zu sein. Ich hole dich gleich wieder zurück.
dann bring wieder Leben und Aufmerksamkeit in deinen Körper. Fang an, deine Handgelenke und Fußgelenke zu bewegen. Streck dich und reck dich wie morgens im Bett. Mach dich einmal ganz lang, als würde dich jemand an den Händen und Füßen auseinanderziehen. Und dann komm für einen kurzen Moment auf deine Lieblingsseite. Bleib da kurz liegen. Und dann richte dich auf in den Sitz. Öffne ganz sanft deine Augen. Bedank dich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich bedanke mich bei dir, dass du mit mir praktiziert hast und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, deine Nina.